Landesgartenschau. Was, ja, ist ein bisschen blöd zu fragen, was spricht dagegen, aber warum ist das eine gute Idee oder ist das keine gute Idee? Oder was würde uns das helfen? Oder wo würde man das vielleicht sinnvollerweise tun? Also ich will es nicht generell erstmal verneinen. Ja? Eine Landesgartenschau bietet viele Chancen. Das sieht man auch in Städten, die eine Landesgartenschau hatten, zum Beispiel in Landau. Da ist halt eine Konversionsfläche umgebaut worden. Das heißt also, das sind eigentlich auch die Kriterien, ja, neues Grün zu schaffen oder innovative grüne Bebauung irgendwie zu schaffen. Trier zum Beispiel. Das heißt, ja, Konversionsflächen, ja. Ja, versiegelte Flächen umzuwandeln. Das ist in dem Vorschlag von Ebling jetzt nicht drin. Ja? Der sieht das grüne Band, das ja eh schon als grünes Band existiert, und das hat zwei Nachteile. Das erste ist, wir haben Baustelle und in der Zeit wird diese Grünfläche nicht begehbar sein. Und dann haben wir ein Jahr, wo es Eintritt kostet. Und das finde ich insgesamt schwierig, weil das eine Einschränkung für die Mainzerinnen und Mainzer ist. Das heißt, wir müssten am Rheinufer Eintritt zahlen? Wenn es eine Landesgartenschau ist, ja. Ups. Und also ja, da ist die Frage, wie weit dann das Gelände damit einbezogen wird. Ne? Aber deshalb ist schon die Frage, welche Flächen nimmt man denn da, und ist es nicht vielleicht sinnvoller, die Bundeswehrkaserne zu nehmen? Ich kann sagen, dann sind wir eigentlich bei GFZ-Gelände. Genau, da haben wir doch eigentlich genug Flächen, und lieber in die Richtung, wie wir das weiterentwickeln können, als jetzt die Mainzerinnen und Mainzer in ihrer Naherholung auch noch einzuschränken. GFZ-Kaserne ist ein sehr gutes Stichwort, kommt auch nicht voran. Der Bund gibt und gibt und gibt sie nicht frei. Mal heißt es, es sind die Baustellen in der Kurmainz-Kaserne, die nicht fertig werden und die das Ganze verzögern. Dann hat man das Gefühl, der Bund entscheidet sich wieder um. Was kann man da als Oberbürgermeisterin machen? Mehr Druck. Ja, ich glaube, es braucht da mehr Druck, ne? Sich dahin zu stellen, zu warten, bis die Bundeswehr mal hier und mal so entscheidet. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Wichtig ist, man muss der Bundeswehr oder der BIMA die Dringlichkeit deutlich machen, dass wir diese Flächen brauchen, um sie zu entwickeln und dort auch Wohnraum zu schaffen. Weil das sind in der Stadt, im Innenstadtbereich wertvolle Flächen, wo wir gut angeschlossen an den öffentlichen Nahverkehr tatsächlich bauen können und wo wir auch Wohnraum schaffen können, den die Wohnbau entwickeln kann, um günstigen Wohnraum zu schaffen, weil daran fehlt es ja in Mainz, und das ist, glaube ich, dringend notwendig. Und dafür muss man richtig Druck machen. Und kann man das denn überhaupt erfolgreich? Was heißt, kann man das? Also die Frage ist ja, was ist bisher versucht worden? Und ich habe nicht so wahnsinnig viele Gespräche wahrgenommen, die da geführt wurden. Jetzt ist es vielleicht auch nicht alles öffentlich gewesen, aber ich würde mich da auf jeden Fall hinterklemmen, weil ich glaube, dass es dringend notwendig ist. Und ehe wir irgendeinen neuen Stadtteil in Frischluftentstehungsgebieten planen, sollten wir doch erstmal die Flächen angehen, die eh schon versiegelt sind, die eh schon entwickelt sind, die erschlossen sind. Und diese Flächen weiterentwickeln. Wohnraum dürfte im Augenblick das dringendste, größte, massivste Problem sein für Mainz. Bezahlbarer Wohnraum vor allen Dingen. Wie lösen wir das? Wie kriegen wir diese Preise wieder runter? Wie kriegen wir diese Preisspirale gebrochen? Also es gibt drei Aspekte, die da wichtig sind. Das erste ist, wir müssen tatsächlich bauen, und wir müssen so bauen, dass die städtischen Gesellschaften bauen und wir nicht wieder Flächen meistbietend an irgendwelche Investoren verscherbeln, die dann versuchen, den höchsten Preis auch aus jedem Quadratmeter herauszupressen. Also keine Vergabe nach Höchstpreis? Nicht Flächen. Ja. Also Grundstücksvergabe? Genau. Also ich denke ja, die Wohnbau hat die Aufgabe als städtische Gesellschaft, für günstigen Wohnraum zu sorgen, und dann soll sie auch möglichst selbst entwickeln. Wenn sie das nicht kann, dann muss es aber auf jeden Fall eine Quote geben. Mhm. Und diese Quote, die haben ja die Grünen damals auch schon in die Koalition eingebracht. Ja, das war, welche Quote brauchen wir? 25% geförderten Wohnraum haben die Grünen damals durchgesetzt. Mhm. Ich denke, es sollten 30% sein.
Es gibt sogar Städte, die haben 40%. Genau. Und selbst das rechnet sich auch für Investoren. Also man kann diese Auflage erfüllen und ich würde mich da sehr dahinter klemmen, weil es wichtig ist, dass wir geförderten Wohnraum haben, mhm, und dass der zunimmt und nicht abnimmt. Aber wir machen uns auch nichts vor, wenn wir sagen, Bauen alleine hilft gegen die Preisspirale. Ja, weil das sieht man ja auch in anderen Städten und so, die Preise steigen trotzdem. Problem ist, Mietpreisbremse funktioniert nicht. So ist es. Ja, das heißt, auf der Bundesebene müsste man da dringend nachjustieren, dass die Mietpreisbremse auf wirklich einen Hebel ist. Ja, und das Dritte, was ich auch gerne voranbringen will, ist mehr gemeinschaftliches Wohnen zu fördern. Ja, weil aber was wir brauchen, also mir sagen alle Immobilienexperten, mit denen ich in den letzten Jahren immer wieder geredet habe, das Einzige, wie man die Preise runterkriegt, ist durch einen großen Wurf. Deswegen, Frankfurt baut einen neuen Stadtteil, Wiesbaden plant einen neuen Stadtteil. Es gibt das Vorbild aus den 70er Jahren oder 60er Jahren, als der Lerchenberg gebaut wurde. Das war eine, ein ganzer Wald dafür abgeholzt wurde, genau. Ja, ich meine, das muss man sich doch überlegen. Mainz hat eine begrenzte Fläche. Mainz hat im Verhältnis zu anderen Städten mit der Einwohnerzahl, die Mainz hat, sehr, sehr kleine Fläche. So. Und wir haben eine topografische Lage, dass die Innenstadt sich immer mehr aufheizt, mhm, und die klimatischen Verhältnisse sich, mhm, zukünftig auch dahin entwickeln werden, dass das nicht unbedingt besser wird. So. Und wenn ich jetzt die ganzen Frischluftschneisen, ja, da wo die Zufuhr der frischen Luft für die, mhm, Innenstadt fließt aus dem Umland, wenn ich die zubaue, dann bleibt der Stadt die Atemluft weg. So, das ist aber ja vielleicht machen, gar nicht unbedingt die Alternative. Man muss es also ja nicht in der Frischluftschneise machen. Die Frischluftschneise, also ich kenne jedenfalls diesen Vorschlag von Ebling, was diese Frischluft, dieses Kaltluftentstehungsgebiet an der Rheinhessenstraße angeht. Und dieses Gebiet ist erstmal für mich tabu. Ja? Mhm. Es gibt andere Flächen, wo es noch Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Ja? Das ist zum Beispiel in Ebersheim. Es gibt am Laienhof noch ein kleines Potenzial, nicht riesig, nicht für einen richtig großen Stadtteil. Und es gibt das Potenzial auch, was Dachflächen, also Dachausbau angeht und Aufstockung von Gebäuden, gerade hier in der Innenstadt. Wir haben einige Discounter zum Beispiel, die alle noch einstöckig sind, riesige Parkflächen in Anspruch nehmen. Ja. Ja, und an diesen Flächen sollte man, glaube ich, erstmal ansetzen, bevor man in die Außengebiete ganz neue Stadtpläne Naja, das Problem ist ja offensichtlich, ich würde gerne gleich auch noch auf die Discounter kommen, aber das Problem ist ganz offensichtlich, Mainz ist so explodiert in den letzten Jahren. Wir haben so viele Einwohner dazu bekommen, dass wir einfach aus allen Nähten platzen. Muss man dann nicht einfach irgendwann mal sagen, unsere Infrastruktur hier in der Innenstadt ist einfach ausgereizt. Wir müssen einfach dann irgendwo hin. Und vor allen Dingen, glaube, es ist auch, dass es Grenzen des Wachstums gibt, das stimmt. Ja, aber es ist ja auch nicht absehbar, dass das aufhört. Der Zuzug in die Ballungsräume, in die Städte geht ja weiter. Mainz ist ja hochattraktiv. Ja, aber Mainz ist auch ein Teil in einer Region und da muss man mit der Region zusammendenken, wie man das am besten planen kann. Also das Umland ist ja auch noch Mainz. Ja? Ich werde zwar immer beschimpft, wenn ich sage, Saulheim ist Mainz oder andere Orte. Das ist auch nicht. Oder, ja, aber wenn, ja, natürlich ist das nicht Mainz, aber die Leute sagen doch, wenn sie aus Saulheim kommen oder aus Niederolm, sie kommen aus Mainz und wenn sie irgendwo anders sind. Ja, sie sind ja sie identifizieren sich doch mit der Region und mit Mainz, mit Rheinhessen. So, und deshalb muss man mit dem Umland zusammen darüber nachdenken. Komm, und deshalb öffentlicher Nahverkehr zum Beispiel, das ist wäre eine jetzt zentrale. Ganz kurz, bevor wir darauf kommen, ganz kurz nochmal einen Schritt zurück zu den Supermärkten. Da hat ja nun die Stadt Mainz, gerade die Stadtverwaltung, welches Dezernat auch immer, so ganz genau lassen Sie es nicht raus, abgelehnt, eine Erweiterung in Mainz-Bratzenheim mit Verweis auf das Zentrenkonzept. Ich denke, auch das Zentrenkonzept muss man dahingehend überprüfen. Angeblich ist es nicht das Zentrenkonzept, das dem
wieder spricht, aber die das war aber die Aussage der Stadtverwaltung. Ja, wurde jetzt Aussage, aber auf anderer Stelle wurde das wieder revidiert. Da muss man genau prüfen, was da tatsächlich dagegen steht, wenn es das Zentrumkonzept ist. Das kann ja angepasst werden, das ist ja nicht in Stein gemeißelt und das muss auch angepasst werden, weil das Zentrumkonzept damals entworfen wurde, als der Onlinehandel noch nicht die Ausmaße hatte, die es jetzt hat. Und deshalb für eine Entwicklung der Stadt, wo sich auch Ortskerne zum Beispiel verschieben und ne, also muss man natürlich darüber nachdenken, wo muss man es anpassen. Vom Grundsatz her war ja die Idee richtig zu sagen, wir haben eine Innenstadt, wir haben Ortskerne, der Einzelhandel soll dort nicht geschwächt werden, indem man Konkurrenzprodukte hat, aber wenn man in der ganzen Stadt eben keinen Tennisschläger kaufen kann und dafür irgendwo anders hinfahren muss, dann ist das irgendwie schon blöd. Ja. Die Industrie- und Handelskammer sagt, das Zentrumkonzept ist ein Verhinderungskonzept geworden. Ja, wobei die IHK das ja auch immer verteidigt hat. Also da gibt es unterschiedliche... Ja, aber wir haben immer noch keinen Decathlon. Globus ist nicht nach Mainz gekommen, sondern ist abgewandert nach auf die andere Rheinseite. Ja, aber dafür bauen wir wieder einen Lebensmittelmarkt in einem Industriepark, was völlig daneben ist. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, an der Mombacher, im Mombacher Industriegebiet einen Lebensmittelmarkt zu haben. Ne? Also solche, und das ist dann Bestandsschutz, und weil es diesen Bestandsschutz gibt, baut man dann halt sowas wieder. Das ist Quatsch. Ich glaube, für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt brauchen wir eine andere Lösung. Und da müssen wir auch an das Zentrumkonzept dran. Umland. Genau da ist ja in den letzten Jahren auch vielfach der Wohnraum entstanden, der in Mainz eben nicht mehr entsteht. Stichwort vor allen Dingen auch Einfamilienhäuser. Was aber wiederum dazu führt, dass eben jetzt alle über die Rheinhessenstraße nach Mainz versuchen zu fahren, versuchen zur Autobahn zu kommen. Damit sind wir beim Punkt, wo ist er? Verkehr. Genau. Wie lösen wir das Problem? Auch gerade die, also Ausbau Rheinhessenstraße ist einer der Punkte, der immer wieder angesprochen wird. Zweiter Punkt, zusätzliche Rheinbrücke. Also der öffentliche Nahverkehr muss natürlich massiv ausgebaut werden. Gerade wenn wir die Klimaziele ernst nehmen und die auch erreichen wollen. Wir haben ja jetzt plötzlich ganz viele Oberbürgermeisterkandidaten, die alle den Klimaschutz priorisieren. Das wird nicht einfach werden, aber das ist notwendig, wenn wir tatsächlich den Klimaschutz ernst nehmen. Das heißt, wir müssen eh dafür sorgen, dass der Individualverkehr möglichst überflüssig wird. Das geht eben nur, wenn wir investieren in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und wenn ich daran erinnern darf, schon Anfang der 90er Jahre hat der grüne Verkehrsdezernent Hans-Jörg von Berlepsch die Straßenbahn nach Ebersheim bauen wollen. Wenn er das damals die Unterstützung gehabt hätte, hätten wir die heute schon und dann könnten wir die gerade weiter ins Umland bauen. Das ist halt damals ausgebremst worden. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch dafür jetzt mehr Zuschüsse und finanzielle Unterstützung auch vom Bund gibt, weil der Bund ja auch daran Interesse hat, dass es diesen Paradigmenwechsel gibt, dass wir den ÖPNV tatsächlich weiter ausbauen, weil wir die Klimaziele erreichen müssen. Und wir als Stadt werden das nicht alleine können. Da muss man sich mit dem Umland zusammentun, mit den Landkreisen, mit dem Land und das auch massiv voranbringen, weil Bahnen, ja, die Leute nutzen lieber eine Bahn als einen Bus. Das ist einfach so. Busse sind andererseits flexibler. Busse sind flexibler. Müssen nicht auf einer Trasse rumfahren. Das stimmt. Und ich glaube, die Zukunft weist eh auf Straßenbahnen, die nicht mehr auf Gleisen fahren, sondern sich an Markierungen auf der Straße orientieren. Und das bringt auch eine gewisse Flexibilität mit, hat aber die Komfortabilität einer Straßenbahn. Da geht die Entwicklung hin. Und wer weiß, ob das schon ein Projekt sein kann, was die Reife angeht. Das wird ja im Moment in Pilotprojekten getestet. Ob das dann schon hier realisierbar ist oder nicht, das müssen wir dann sehen. Ob das für die Citybahn oder für die Bahn nach Ebersheim geht. Aber wichtig ist doch, dass wir den öffentlichen Nahverkehr jetzt wirklich ausbauen und das massiv tun. Und was müssen wir als erstes tun? Was würde eine Oberbürgermeisterin Tabea Rössner als erstes
Als erstes, ja. Das in Sachen Nahverkehr. In Sachen Nahverkehr, also das eine tun und das andere nicht lassen, wäre mir das Liebste. Ich glaube, wir brauchen einfach auch eine klare Prioritätensetzung dafür, dass wir den öffentlichen Nahverkehr da voranbringen müssen. Aber natürlich müssen wir schauen, was leistbar ist. Und im Moment macht Wiesbaden uns, hat uns zur Citybahn ja ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, ne, indem sie jetzt die Entscheidung nochmal verschoben haben. Und dazu im Übrigen auch nochmal die Frage einer weiteren Brücke. Das ist ja immer das Argument, wenn die Citybahn kommt, dann wird ja da der Verkehr noch dichter und dann brauchen wir dringend eine weitere Brücke. Und gedacht ist immer eine Autobrücke und wer weiß, wie es ist, wenn man Straßen baut, dann zieht man Verkehr nach sich. Das ist das falsche Signal. Bevor wir uns irgendwo mit Brücken beschäftigen, sollten wir das Geld in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren. Und vor allen Dingen zeigen die Simulationen, wenn man das intelligent macht heute, dass es eher die Staus auflöst auf der Theodor-Heuss-Brücke als weitere Staus. Nun ist der Verkehr aber ja schon da. Also dieses Argument, wenn wir neue Straßen bauen, dann ziehen wir Verkehr nach. Und finde ich, hat sich ein bisschen überholt, weil wir haben die Straßen nicht gebaut, wir haben die Brücken nicht gebaut und der Verkehr ist explodiert. Und jetzt sollen wir, obwohl wir eigentlich eine Verkehrswende brauchen und weniger Autos auf der Straße brauchen und dafür mehr öffentlichen Nahverkehr, trotzdem erstmal wieder aufwendig mit viel Geld Brücken bauen, um dann dem Verkehr auch noch die Möglichkeit zu geben, sich weiter auszubreiten. Ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist. Man kann ja auch mal heutzutage den öffentlichen Nahverkehr drüber zu lenken. Was darüber fährt, ist ja nicht ausgemacht. Also wenn wir mal ehrlich sind, ich kenne keinen Aufsatzpunkt im Moment, der wirklich schnell realisierbar wäre, was irgendeine neue Brücke angeht. Und wir können das gerne prüfen, ob es Standorte gibt, ja, aber ich denke, wichtig ist, dass wir den öffentlichen Nahverkehr voranbringen und das geht im Moment mit den Mitteln, die wir haben und mit der Brücke, die wir haben. Kommt immer das Gegenargument, die Grünen regieren seit 10 Jahren mit der Ampelkoalition mit, stellen seit 8 Jahren die Verkehrsdezernentin. Warum haben wir immer noch diesen Deckel für den öffentlichen Nahverkehr? Warum ist da nicht längst mehr passiert? Ja, das hängt ja auch mit dem Land zusammen. Das hängt damit zusammen, ob sie die Unterstützung in der Stadtspitze hat oder nicht. Und bisher hatte sie die nicht. Die Verkehrsdezernentin? Ja. Aber die Grünen stellen den Finanzdezernenten, die Grünen stellen die Verkehrsdezernentin. Wenn man doch eine Koalition hat, wenn man doch da vertreten ist, dann warum haut man da? Ja, aber Sie wissen ja auch, wie das war, als vor 10 Jahren die Koalition gestartet ist. Da war als erstes die Wohnbaukrise. Also wir hatten das Mainzer Modell vorher, dass ich, gibst du mir, gebe ich dir, so das Geld aus dem Füllhorn verteilt hat, obwohl das Geld nicht da war. Das heißt, man hatte damals schon einen Schuldenstand von über 500 Millionen. Und dann kam die Wohnbaukrise. Hätten wir die Wohnbau in die Insolvenz gehen lassen sollen? Ich finde es richtig nach wie vor, dass wir sie damals gerettet haben. Das hat aber dazu geführt, dass der Schuldenstand eben sich nochmal verdoppelt hat. So, und diese Schulden abzubauen, ist praktisch unmöglich. Das hängt auch damit zusammen, dass der Bund ja übrigens auch eine CDU-SPD-Regierung ja den Kommunen immer mehr Aufgaben übertragen hat. Das heißt, die Stadt hat ja viele Pflichtaufgaben und Schulden abzubauen ist praktisch nicht möglich. Aber immerhin hat unser Finanzdezernent es geschafft, seit 1993 das erste Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Ich finde, das ist schon ein großer Verdienst und erst dann hat man ja wieder Spielräume, weil ja sonst die Kommunalaufsicht immer ankommt und sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, weil das alles die sogenannten freiwilligen Leistungen sind und wenn man eben das Geld dafür nicht hat, dann kommt die Kommunalaufsicht und streicht das. Und ich finde, gerade was diesen Aufgabenkatalog angeht, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und meines Erachtens ist das eine Pflichtaufgabe, weil es steht im Grundgesetz drin, dass wir die Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen erhalten müssen. Artikel 20, ja, das steht da so drin. Dann müssen wir auch als Kommune
die Finanzen vom Bund bekommen, um das leisten zu können. Dazu zählt die Grünpflege, mehr Grün in die Stadt auch zu bringen. Mhm. Dazu zählt auch den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Und deshalb werde ich mich da ganz vehement dafür einsetzen. Und vielleicht haben wir auch irgendwann ja eine Bundesregierung, wo die Grünen beteiligt sind, weil die fordern das nämlich schon die ganze Zeit. Werden wir denn dann diesen 16, wir haben ja diesen 60 Millionen, 16, 60, wäre schön, 16 Millionen Deckel für den ÖPNV. Kann man den nicht lösen? Ich finde, man kann ihn lösen, aber man braucht natürlich auch die Unterstützung vom Land und vom Bund letztlich auch, weil es um Zuschüsse geht. Und die Kommunalaufsicht muss man da mit ins Boot nehmen, natürlich. Gerade nochmal den Schritt zurück, Rhein-Hessen-Straße, kein Ausbau? Doch Ausbau? Ja, doch eine Straßenbahn. Also das sollten wir schon dringend vorantreiben. Es gibt die Pläne, die gibt es alle schon. Ja. Natürlich müssen wir vielleicht kurzfristig die Taktung verbessern, dass da auch mehr Busse fahren. Aber langfristig, glaube ich, ist das ein gutes Projekt, weil das dann ins Umland ja weitergehen kann. Die Begeisterung für Straßenbahnen ist im Augenblick nicht mehr ganz so groß in Mainz, habe ich das Gefühl, zumindest bei der Bevölkerung nicht, weil für die Mainzelbahn sehr viel Geld ausgegeben wurde, gleichzeitig dafür aber Buslinien ausgedünnt wurden. Das stimmt und da wird jetzt gerade nachjustiert. Es hat tatsächlich Straßenzüge gegeben, die Nachteil hatten und eine viel weitere Strecke dann zur Straßenbahn Ratzenheim. Und das wird jetzt gerade nachjustiert und vor allen Dingen soll es ja auch Querverbindungen geben, die es bisher nicht gibt. Weil es macht ja nur Sinn, ja, wenn man auch, also bisher haben wir ein System, wir haben den Sternverkehr, alles muss über den Hauptbahnhof gehen. Das bringt natürlich auch eine große Dichte am Hauptbahnhof oder in den Strecken Richtung Hauptbahnhof. Und einfacher ist es, wenn du ja Querverbindungen hast, dann kannst du auch früher umsteigen, wenn du, was weiß ich, von Hechtsheim nach Waldenau oder anders, von Betzenheim nach Laubenheim oder wie auch immer kommen musst, dass du dann nicht ja, erst die Strecke über den Hauptbahnhof. Und das genau. Ist natürlich unglaublich unattraktiv. Das ist genauso mit Gonsenheim und Betzenheim zum Beispiel. Genau. Ja, da fährst du irgendwie mit der Straßenbahn 40 Minuten und dann gehst du doch ins Auto und bist in 10 Minuten da. Ne? Ja. Und um da eine Attraktivität zu schaffen, glaube ich, ist es wichtig, dass das besser getaktet, bessere Netz Ausbau dann auch umgesetzt wird und soweit ich weiß, sind die da dran, genau das zu tun gerade. Das wäre ja mal höchste Zeit, weil wir haben gerade einen neuen Nahverkehrsplan, Frau Eder hat einen neuen Nahverkehrsplan vorgelegt, da kam das alles nicht drin vor. Ja. Ich muss gestehen, das hat mich dann doch sehr gewundert. Mir wurde gesagt, Sie arbeiten dran. Das wäre schön. Aber wenn Sie das noch nicht täten, dann würde ich Ihnen ja auf jeden Fall auf die Füße treten. Das ist doch mal eine Ansage. Apropos auf die Füße treten. Nichts passiert ist auch mehr in Sachen Fluglärm. Ich weiß, Klage der Stadt Mainz ist ja ergebnislos abgelehnt worden vor den hessischen Gerichten. Der Fluglärm ist geradezu explodiert in den letzten 2-3 Jahren über Mainz. Man hat das Gefühl, sie fliegen immer tiefer, es wird immer lauter, es wird immer dichter. Was machen wir? Was passiert? Was kann man dagegen tun? Als Stadt kann man sich nur laut Verhör schaffen, indem man sich in verschiedenen Ebenen einbringt. Und früher war es ja so, dass als ich nach Mainz kam, habe ich mich ja schon noch vor dem Ausbau der Nordwestlandebahn da engagiert und habe mich gefragt, warum ist Mainz da oder auch das Land Rheinland-Pfalz tut so, als ob der Rhein die Grenze ist und dann hört irgendwie der Lärm auf oder so. Aber die Hessen vor allen Dingen tun das. Auf hessischen Karten hört der Lärm noch immer am Rhein auf. Ja, und das war früher so eine Denke und Sichtweise, die mir nie nachvollziehbar war. Und wichtig ist natürlich auch vor allen Dingen die Regelungen, die aber dann auf Bundesebene kommen müssen. Weil Flugverkehr ist der klimaschädlichste Verkehr und deshalb muss der insgesamt reduziert werden. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass irgendwie der Flieger billiger ist, wenn ich von Frankfurt nach Berlin fahre, als wenn ich mit der Bahn fahre. Das ist völlig absurd. Da haben wir auch als Bundestagsfraktion immer eine ganz klare Haltung gehabt und haben das auch immer wieder eingefordert, dass es
die klimaschädlichen Subventionen für den Flugverkehr, und das sind im Jahr 12 Milliarden Euro, muss man sich mal vorstellen, ja, die müssen dringend abgebaut werden, damit die Voraussetzungen der unterschiedlichen Verkehrsträger gleich sind. Ja? Und die Bahn mit dem Mehrwertsteuersatz, der jetzt hoffentlich bald gesenkt wird, muss auf jeden Fall billiger werden, aber die Bahn muss eben auch attraktiv sein. Ja? Und deshalb, wir haben die ganze Zeit vom Bestand gelebt und die Bahn ist nur dann eine Alternative, wenn sie pünktlich ist, wenn sie regelmäßig fährt, ja, und wenn ich nicht jedes Mal ein Abenteuer eingehe, wenn ich mit der Bahn fahre. Wobei ich das wirklich, ich fahre viel lieber mit der Bahn, weil man kann sich da hinsetzen, man kriegt auch so ein bisschen diesen Ortswechsel ganz anders mit. Mhm. Ja, man sieht die Landschaften vorbeiziehen. Ich kann viel besser arbeiten, wenn ich in der Bahn fahre. Also ich fahre total gerne Bahn, aber manchmal bin ich auch genervt, wenn ich dann nach dem 2 erst in Frankfurt wieder ankomme, weil irgendwie ein Streckenabschnitt gesperrt war und dann kommst du von Frankfurt nicht mehr nach Mainz und so. Das ist alles ziemlich nervig. Hilft uns auch nicht weiter unbedingt gegen den Fluglärm über unseren Köpfen. Das Land wehrt sich, man hat das Gefühl, die Landesregierung wehrt sich in keinster Weise. Niemand schreit auf. Der grüne Verkehrsminister in Hessen, unter dem wird ein Terminal 3 gebaut, obwohl er mal versprochen hat, mit mir wird es kein Terminal 3 geben. Fraport holt Billigflieger nach Frankfurt. Keiner stellt ein Stoppschild dagegen auf. Was kann man tun? Ich bin mit diesen ganzen Entwicklungen mehr als unglücklich, weil ich seit Jahren in dem Bereich ja aktiv bin und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das die falsche Ausrichtung ist, gerade auch die Billigflieger nach Frankfurt zu ziehen, ist absolut falsch und es ist eine Verquickung von unterschiedlichen Interessen, die so nicht gut sind. Also wenn ich einerseits Verkehrsminister bin und regeln und regulieren soll, gleichzeitig bin ich aber Teilhaber, weil ich mit Anteile an der Fraport habe, das gleiche gilt ja für den Bund auch, dann ist das nicht gut. Ja. Und das kann ich als Oberbürgermeisterin natürlich nicht ändern, aber ich kann vielleicht meine Kontakte zu Tarek Al-Wazir nutzen und ihm auch da manchmal noch auf die Füße treten. Ja. Rheinland-Pfalz könnte noch was anderes tun, nämlich endlich eine Ultrafeinstaubmessstation aufstellen. Ja, ich bin unbedingt dafür, weil ich glaube, die Erkenntnisse sind ja deutlich, dass die Gesundheitsschädigungen groß sind. Wir haben da mit Professor Münze gerade in Mainz einen herausragenden Wissenschaftler, der das untersucht. Und ich habe damals auch schon die ersten Termine ja zwischen den Bürgerinitiativen und dem Ministerium in Hessen, damit es überhaupt mal eine Messung gab, initiiert, dass da mehr passieren könnte, haben ja jetzt auch die Hessen für sich verstanden. Von daher, vielleicht schaffen wir das dann auch in Rheinland-Pfalz, das auf den Weg zu bringen. Also Mainz würde sich ja auch anbieten als Standort. Absolut, absolut. Weil auch hier eine ganze Menge runterkommt, wie ja vorsichtige erste Messungen, Versuchsmessungen, muss man das ja erstmal nennen, schon gezeigt haben. Die Herren Alt und Schwemmlein von der Initiative gegen Fluglärm, der Mainzer Initiative gegen Fluglärm schon gezeigt haben. Also das wäre dann das Versprechen, sich dafür einzusetzen. Das wäre natürlich unbedingt gut. Ja. Weil das Thema, da brenne ich ja die ganze Zeit schon dafür und habe ja auch ständigen Austausch mit den Bürgerinitiativen, bin ja selbst Mitglied auch seit Ewigkeiten schon in den unterschiedlichen Initiativen. Aber es ist einfach ein mühsames Geschäft und vor allen Dingen müssen auch auf Bundesebene die Weichen anders gestellt werden, weil solange der Flugverkehr so attraktiv ist, kann sich Fraport immer hinstellen und die Zahlen auch hochrechnen, obwohl sie ja damals auch zu hoch angenommen haben, was die Arbeitsplätze und die Passagierzahlen angeht. Aber es ist ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen. Ich hoffe, dass wir da vorankommen, wenn wir tatsächlich eine gerechte Besteuerung haben, zum Beispiel des Kerosins, ja, dass das deutlich teurer wird, ja, und man nicht mehr nur für 19,50 Euro irgendwo nach Barcelona oder sonst wohin fliegen kann. Das ist doch absurd. Ja. Also ich mache das nicht. Ja. Und da sollten wir uns vielleicht alle auch selber als Mainzer und Mainzer überlegen,
ja, nutze ich solche Billigangebote, dann darf ich aber nicht gleichzeitig irgendwie schimpfen und sagen, ne? Oder auch also die Frage viele, von... Ich habe das so erlebt, dass viele gerade eben Fluglärmgegner, bei denen selber auch ein starkes Umdenken passiert ist, dass sie das tatsächlich nicht mehr nutzen, solche Angebote. Genau, die Bürgerinitiative hat den Namen geändert, ja, die haben jetzt auch das, Klimaschutz mit aufgenommen, finde ich total richtig und gut. Und ja, wir müssen unser Konsumverhalten insgesamt hinterfragen. Also ich habe das auch schon immer gesagt, muss ich im Winter Erdbeeren haben? Ja. Ja? Mhm. Weil ist doch klar, dass sie hier nicht wachsen. Also lieber saisonale, regionale Früchte, als von weit her die Sachen anfliegen lassen. Und apropos saisonal und regional, wir sitzen ja gerade in der ehemaligen, muss man sagen, zweiten Lagen der Weinraumwohnung. Welchen Wein haben Sie zuletzt getrunken und gibt es einen Lieblingswein? Ich habe Ebersheimer Wein getrunken, das war nämlich am Samstag, da hatte ich eine Führung. Und da gab es unterschiedliche Weinreben. Wir hatten eine Scheurebe, wir hatten einen Silvaner, wir hatten einen Riesling und wir hatten einen Gewürztraminer. Ich bin absoluter Riesling-Fan. Also ich trinke wirklich sehr gerne Riesling, aber der Silvaner war auch gut und die Scheurebe kommen wir auch. Also das sind ja so klassische alte... Von wem war die Scheurebe? Ja, jetzt muss man gerade, war das von Becker oder war das von Eva Förmer? Das weiß ich nicht. Der Riesling gut, war von Förmer Eva. Eva Förmer ist die Scheurebe Königin sozusagen. Genau. Insofern ja, ja. Würde das naheliegen. Ja, ja, das kann sein, dass das von der Eva Förmer war. Also war sehr lecker. Das glaube ich. Glaube ich sofort. Mainz ist Great Wine Capital, aber keiner weiß es. Ja, schade, ne? Also, ich verstehe das auch nicht. Rheinhessen ist das größte Weinbaugebiet überhaupt, ja, in Deutschland. Und das liegt vielleicht auch daran, deshalb, ich würde ja sehr dafür werben, dass wir vielleicht ein richtiges Weinkontroll in der Stadt, und zwar in der Innenstadt hätten, ja, dass auch für die Touristen irgendwie ein Einland ist, dass man da Wein probieren kann aus den unterschiedlichsten Weingütern und wir das ordentlich präsentieren. Ich fand das neulich ein bisschen despektierlich, als der Oberbürgermeister in einer Veranstaltung sagte, ach, das brauchen wir doch gar nicht, so alte Fässer da aufstellen, das ist doch oldschool und es gibt doch inzwischen ganz tolle Weinversandhandel, Online-Portale, die den Wein nach außen transportieren. Mhm. Nee, ich finde, Wein zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn probiert. Ja? Und klar kann ich mir irgendwelche Kisten zusammenstellen lassen und dann probiere ich mal den einen oder anderen Wein. Aber dieses, ja, auch den Geruch und ne, Wein hat ganz viel mit Erlebnis auch zu tun. Und wenn wir da eine attraktive, attraktives zum Beispiel Haus des Weines, ja, also das könnte sich ja jetzt vielleicht anbieten, nachdem das Restaurant dort eingestellt wird, als ein zentraler Ort neben dem Staatstheater, nicht weit weg vom Dom, wo man gut hinlaufen kann und Wein richtig erleben kann und den Wein aus Mainz und der Region schätzen lernt. Heißt ja schon Haus des Weins. Genau, insofern hörte sich das ja an. Wir müssen aber nochmal auf ein etwas strittigeres Thema kommen, nämlich Schiffsanleger. Ja. Es gibt einen großen Widerstand gegen die geplanten Schiffsanleger vor der Südmole des Mainzer Zollhafens. Wiederum gibt es einen großen Widerstand der Binnenschiffer gegen die Pläne, das nun wieder zu, also gegen die Versuche, das nun wieder zu streichen. Wie würde die Oberbürgermeisterin Tabea Rösner das lösen? Ja, ich weiß nicht, wie weit das wirklich alles zu lösen ist. Also es gibt ja mehrere Komponenten bei dieser Geschichte. Das eine ist, das habe ich aber auch jetzt erst erfahren, dass sozusagen die Schiffsanleger Voraussetzungen waren, dass dort überhaupt gebaut werden konnte. Sie waren die Voraussetzung dafür, dass ein Wohngebiet dort, das für die Verlagerung des Hafens. Genau. Ja. So, und dass das offensichtlich bei vielen nicht angekommen ist, die sich dort eine Wohnung angeguckt haben, ist bedenklich, deshalb auch eine Transparenzsatzung finde ich ja wichtig, damit man informieren muss über so etwas. Mhm. Vielleicht hätte der eine oder die andere sich dann nicht dafür entschieden. So, jetzt haben wir den Salat. Ja, es gab einen Bebauungsplan, den übrigens auch alle zugestimmt, übrigens auch die CDU hat dem so zugestimmt, wo diese Schiffsanleger so geplant schon eingezeichnet waren.
Und was man unterschätzt hat, ist tatsächlich das Ausmaß. Also ich glaube, dass 16 Anlegestellen auch viel zu viel ist und sich viele Fragen damit verbinden. Nämlich einmal, ist es tatsächlich möglich, alle 16 mit Landstrom dann auch zu versorgen, was ja eine Voraussetzung sein soll? Wie ist es mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen? Sind die da alle im Rahmen des Bebauungsplans? Nee, es hat ja keine gegeben, sollte man nicht eine machen, weil es wohl strittige Punkte auch gibt, möglicherweise Fehler gemacht worden sind im Verfahren. Die Einwendungen sind ja, glaube ich, jetzt gemacht worden. Ne? Noch kein einziger beschieden. Da bin ich gespannt. Ich denke, man muss mit der Wasser- und Schifffahrtsdirektion auch nochmal sprechen. Die haben aber kein großes Interesse und das Verkehrsministerium ja offensichtlich auch nicht, das übrigens ja auch CDU geführt ist. Da würde ich mir wünschen, dass dann auch die CDU-Abgeordneten statt hier irgendwelche Veranstaltungen machen, dort mal auch den Leuten im Ministerium auf die Füße treten. Ja. Und ein besonders kritischer Punkt ist ja die Autoabsatzanlage. Ja. Direkt von der Carbonierer, denkmalgeschützt. Und die war anscheinend in diesem Bebauungsplan so nicht drin. Nein, die ist in dem weil der Bebauungsplan ja, nur, die nur Zoll, den Solar umfasst. Genau. Und nicht, das natürlich nicht das Ufer vor der Mainzer Neustadt, vor dem, was ja bis zum Feldbergplatz reicht. Genau. Und da ist natürlich auch die Altbevölkerung von betroffen, die ja auch nicht mit einbezogen worden ist. So. Also insofern müssen wir das nochmal hinterfragen, ob das da der richtige Ort dafür ist. Ich finde nicht. Ja, weil man nimmt ja damit ganz viel der Lebensqualität am Rhein und wir wollen ja eigentlich den Rhein mehr zur Naherholung machen und nutzen. Ja, es passt irgendwie nicht zusammen mit, es scheint irgendwie nicht zusammen zu passen mit einer Entwicklung des Rheinufers. Ja, und ich finde auch, es passt nicht mit einer Entwicklung, einer nachhaltigen Entwicklung, die wir insgesamt haben wollen. Ne? Also muss diese Autoabsatzanlage tatsächlich da sein, weil der Hintergedanke ist ja auch noch der, dann fahren die dann mit ihrem Auto in die Stadt, kaufen ein, fahren dann an die Südmühle und können es dann direkt auf die Schiffe. Mhm. Ne? Was das an zusätzlichem Verkehr bringt, ist, glaube ich, auch nicht angemessen und muss das in einer Innenstadt passieren. Ich finde das nicht verträglich und ich weiß nicht, wie viel Hebel man noch hat, was man noch tun kann, aber ich würde mich da tief reinarbeiten und versuchen, da nochmal zu einer anderen Lösung zu finden. Ja. Wenn wir die Schiffsanleger nicht verhindern können, aber dass man möglicherweise eine Autoabsatzanlage woanders nutzen kann. Mhm. Viele Baustellen, viel zu tun. Wo steht Mainz in 8 Jahren, wenn es denn eine Oberbürgermeisterin Tabea Rössner gegeben hätte? Dann. In 8 Jahren hat Mainz immer noch ein wunderschönes Lebensgefühl. Wir genießen den Wein in Mainz und haben eine nachhaltige Wohnbebauung geschaffen auf den Kasernengeländen. Wir haben den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut und können auf einigen Straßen wieder schön flanieren und werden nicht von Autos gescheucht. Der Radverkehr ist weiter ausgebaut. Und hat der Radverkehr Mainz dann hat, eigene Spuren? Ja, ja, viel okay. eigene Spuren, zum Beispiel da auf der Kaiserstraße eine eigene Spur. Auch viele Radwege oder Radstraßen in die jeweiligen Stadtteile, damit man da schnell hinkommt. Und Mainz arbeitet dran oder hat dann schon die Bewerbung für die Kulturhauptstadt abgegeben. Und alle freuen sich richtig drauf, dass man gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet hat. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen oder auch nicht. Die Entscheidung fällen die Wähler erstmal am 27. Oktober. Bitte geht wählen. Ihr habt eine echte Wahl und jede Stimme zählt. Vielen Dank. Ich danke auch.